Genau. Und wo sind die Mamas? Wo sind die Teenager-Mamas? Hallo, Marielle, und Dankeschön. 79 Euro für Nägel, 80 Euro? In welcher Welt, Leute? Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, ich vlogge heute mal wieder so ein bisschen für euch mit. Habe ich schon super lange nicht mehr gemacht. Ich fahre jetzt die Easy in die Schule und dann normalerweise würde ich danach nach Hause fahren. Aber heute gehe ich mal direkt in den Supermarkt, weil ich weiß nicht, bis ich immer dahin komme, ist das ganze gute, frische Obst und Gemüse irgendwie ausverkauft, ne? Also ich arbeite halt meistens dann zu Hause, gehe zum Sport und gehe danach dann in den Supermarkt. Wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt heute probiere ich es einfach mal und gehe direkt ganz in der Früh in den Supermarkt und schaue, ob es da besser ist mit der Auswahl. So, und jetzt müssen wir eigentlich, ich habe gar keine Uhr dran, jetzt müssen wir eigentlich schon los und ich weiß gar nicht, warum die Easy nicht kommt. Ich guck mal. So, jetzt warte ich also hier im Auto. Wir müssten eigentlich schon lange los und das ist jeden Morgen bei uns das totale Chaos, ehrlich. So ist es, ne? Jetzt können wir wieder gucken, dass wir in 10 Minuten an der Schule sind. Und ich zeige euch mal, was ich angekauft habe. So ein ganz normaler unter der Woche Einkauf, würde ich sagen. Ich brauche Küchenrolle. Ich weiß nicht, also ich brauche da immer relativ viel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Dann habe ich immer diese Nudeln so ein bisschen als Vorrat, weil zum Beispiel gestern auch, ich habe es überhaupt nicht geschafft zu kochen. Der Vormittag war so voll. Ich war beim Zahnarzt ja auch noch. Und dann sind die super. Ich mache da immer Gurken noch, schneide frische Gurken. Manchmal auch Avocado, wenn ich habe. Und dann mache ich noch ein Omelett, schneide es in Streifen. Und das kommt dann alles auf diese fertigen Nudeln angerichtet. Und es schmeckt richtig gut. Und das kann man auch mal essen, wenn es richtig schnell gehen muss. Deswegen habe ich die immer auf Vorrat zu Hause. Und da die jetzt gestern weg waren, habe ich wieder zwei neue geholt. Dann habe ich Erdbeeren geholt. Die sind auch schon aus Deutschland. Weil, also spanische kaufe ich gar nicht, italienische. Ja, wenn sie gut ausschauen. Und dazu passen bei Rewe Kaisernatron, weil bevor wir die essen, lege ich die jetzt erstmal 15 Minuten in Wasser mit Natron ein, damit diese ganzen Schadstoffe und was da noch so ist, weggehen. Dann habe ich Duplo geholt, so diese Sommeredition mit Kokos, die schmeckt super. Dann haben wir Toastbrot gebraucht. Isi mag immer gerne Toastbrot. Dann Spargel habe ich mitgenommen, der war so gut letztes Mal. Karotten. Dann so Mini-Gurken, die mag ich sie immer ganz gerne. Zucker habe ich gebraucht. Und dann habe ich mitgenommen so einen Schwimmreifen für den Urlaub einfach schon. Und ich überlege gerade, ob ich noch einen zweiten hole. Ich bin mir nicht sicher wegen dem Gewicht. Aber die sind so teuer immer an den Urlaubsorten und ich kaufe immer bei Aldi, wenn es diese Sommerschwimmsachen gibt, für den Urlaub und wenn wir dann dort sind, verschenke ich es dann, wenn wir fertig sind. Hat jetzt 3,49 € gekostet und ich glaube, ich kaufe noch einen zweiten. Dann können wir beide so ein bisschen übers Wasser schaukeln. Und den habe ich noch mitgenommen, der war reduziert und Leute, ich habe immer so einen Wäschekorbschwund. Der Tobi nimmt immer welche mit in die Kaserne, dann tauchen die nie mehr auf. Genau. Und dann habe ich noch Sauce Hollandaise mitgenommen. Ich habe die letztes Mal selber gemacht. Die hat mich gar nicht so überzeugt. Und sonst hatte ich immer die von Knorr. Und Leute, die gibt es einfach nicht mehr. Also auch in so einem Päckchen. Die ist einfach, ich glaube, die machen die nicht mehr. Und die hat uns so gut geschmeckt. Die von Tobi mag ich nämlich überhaupt nicht. Jetzt probiere ich mal die. Und ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ich habe Kaffeebohnen gebraucht. Und ich mag die am liebsten. Leute, 15,99 €. 15,99 €. Ich meine, hält bei mir ewig. Ich bin ja nur eine Person, aber wie teuer
teuer ist das einfach alles geworden. Also im Endeffekt habe ich jetzt schon wieder für das ganze Zeug, ich glaube, ich habe jetzt schon wieder 50 Euro ausgegeben. Also, verrückt, oder? So, ich räume das jetzt mal weg, dann mache ich mich ein bisschen frisch. Dann gehe ich mit den Hunden raus. Das ist übrigens einer meiner neuen Buddies, meine Shapewear von Creamy. Zeige ich euch da gleich noch ein bisschen, was bin da so happy damit. Guckt doch mal, wie der formt. Ihr Lieben, ich habe euch heute mal mit ins Schlafzimmer genommen. Und zwar habe ich euch ja vorhin schon erzählt von meiner neuen Shapewear, die ich mir gegönnt habe. Ich will euch einfach noch ein bisschen mehr darüber erzählen, warum ich die trage und was so das Besondere ist. Ihr wisst ja, ich mache sehr viel Sport und habe mir meine Figur echt so ein bisschen zurückerkämpft. Aber ich muss sagen, natürlich, es ist noch nicht so optimal und es wabbelt hier noch ein bisschen und schwabbelt da noch ein bisschen. Alles nicht schlimm, aber gerade wenn man im Sommer jetzt zum Beispiel, ne, ich möchte einfach mal auch mal einfach so ein Hemd und ein enges Oberteil anziehen und da habe ich ein besseres Gefühl, wenn das einfach fest alles ist. Ich ziehe jetzt mal mein Hemd aus und ich habe jetzt den Shaper Buddy von Creamy in Braun an und das ist einfach wie eine zweite Haut. Es macht eine mega gute Figur, hier quillt nichts raus, hier sitzt alles, die Träger sind verstellbar, das Material ist super angenehm. Also ich liebe das. Ich liebe das einfach. Ihr könnt das einfach tragen, so wie ich jetzt, mit einem Hemd drüber, aber natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr möchtet gern ein enges T-Shirt tragen und ihr möchtet, dass einfach alles drunter sitzt, auch dann sind die Creamy Bodies einfach perfekt. Ich verstecke die Träger immer ein bisschen, aber ehrlich gesagt, ihr könnt die auch einfach lassen. Ich finde das gar nicht schlimm. Ihr braucht nicht extra nochmal einen BH, der stützt also auch hier oben. Und auch der Po bekommt eine schöne Shape. Dabei ist es aber nicht so, dass ihr das Gefühl habt, ihr kriegt überhaupt keine Luft mehr oder so, sondern es ist wirklich super angenehm. Es fühlt sich einfach nur gut an. Ihr habt praktisch eine sofortige Figurverbesserung mit super angenehmem Material. Es ist atmungsaktiv, es ist qualitativ sehr hochwertig und vor allem habt ihr auch eine nahtlose Passform. Das finde ich auch immer super wichtig. Ganz wichtig, Leute, ich habe einen Rabattcode für euch, Familie20, und ihr spart 20% auch auf reduzierte Ware und es sind ganz viele Teile, sogar schon 50% reduziert. Da könnt ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren. Glaubt mir, ihr werdet es lieben. Ich bin so begeistert. Es fühlt sich einfach so, ich weiß nicht, man fühlt sich gleich mal so straffer. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich bin sehr begeistert. Jetzt zeige ich euch aber noch was. Moment. Ich habe den zum Beispiel auch in schwarz, den Body. Und da zeige ich euch jetzt mal, was ich mega finde. Früher die Bodies, die waren ja schon mal ganz modern, ne? So Bodies. Dann hatten die im Schritt immer die Haken. Also direkt im Schritt, total doof. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Haken, die sind jetzt weiter oben. Seht ihr das? Die sind jetzt weiter oben, also so ungefähr auf der Höhe. Wenn ihr auf Toilette geht, ist das überhaupt kein Gefriebel mehr, sondern ihr könnt das super easy aufmachen. Da braucht ihr keine Angst haben. Die Träger sind verstellbar, ne? So gerade wie ihr das möchtet, überhaupt kein Problem, ganz wie man das kennt. Und wie gesagt, ihr braucht kein extra BH, das ist hier auch nochmal ein bisschen verstärkt. Und auch der Popo wird nochmal so ein bisschen geliftet, ne? Ich habe den in Braun, in Schwarz und in so Cremefarben, das kann man immer mal gut brauchen, wenn es halt ganz dezent und unauffällig sein soll. Den hatte ich auch schon ein paar Mal an jetzt. Ich freue mich auch schon auf den Herbst. Ich werde die nur tragen, den ganzen Winter durch, weil man einfach auch so schön eingepackt ist. Ich habe noch zwei mit langen Armen, zeige ich euch gleich. Und ich habe aber noch einen, den finde ich auch richtig, richtig cool. Moment. Und zwar ist es der hier, ich weiß, das schaut jetzt so ein bisschen liebestötermäßig aus, aber ist auch hier am Popo nochmal verstärkt. Das ist so ein ganzer Jumpsuit. Und das finde ich so angenehm, wenn man ein Kleid trägt. Wisst ihr, wie ich meine? Im Sommer, wenn man schwitzt oder so. Also, das ist total nahtlos. Ihr habt eine Bombenfigur da drin. Es wird alles eingepackt, was eingepackt gehört. Oberschenkel reiben nicht aneinander. Also, den finde ich auch mega. Die Langärmeligen wollte ich euch noch zeigen. Genau, die sind dann so. Und da habe ich noch einen braunen. Moment.
Also Schlag dazu, Leute, weil wie gesagt, mit Familie 20 bekommt ihr 20% auch auf reduzierte Ware. Und es ist echt einiges um 50% reduziert. Das ist ein Schnäppchen. Holt euch da welche. Ich ziehe das T-Shirt nochmal aus. Moment. Ich finde, das ist halt so ein richtig cooles Piece, dass man auch einfach mal mit so einem Hemd drüber tragen kann. Ihr braucht da nicht unbedingt ein Oberteil. Ihr habt dann gleich wieder so ein Teil, ja, was ihr schön tragen könnt. Und ihr habt das ja gesehen in meinem Video. Es schaut doch gut aus. Ja. Das wollte ich euch nur erzählen. Und ich finde es richtig gut. So, wir haben es jetzt endlich mal rausgeschafft. Oh, und es ist so wunderschön. Also ich glaube, grüner als im Mai und Anfang Juni ist der Wald nie. Es ist, ja, komm mein Schatz. Es ist einfach so herrlich. Kann man nur genießen. Nehmt euch ein Stückchen mit. Ich würde die auch laufen lassen, aber ist ja Brutzeit und lieber nicht. Wenn ich Erdbeeren im Supermarkt kaufe, dann lege ich die immer in so ein bisschen Natronwasser ein. Die sind ja doch manchmal gespritzt oder meistens gespritzt, auch wenn sie aus Deutschland kommen. Und ja, das ist mir dann lieber. Genau, da ist ja so, dass wir zwei brauchen, oder? Also an einem Tag. Okay, wie wäre das dann? Wie könnte man das dann zeitlich hinkriegen? Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen Farbe ins Gesicht und gehe jetzt noch mal ein paar Minuten live auf TikTok. Ich bin heute so ganz gut in der Zeit. Die Isi kommt auch erst ein bisschen später von der Schule. So, aber vorher mache ich mir noch meinen Drink. Das mache ich nämlich immer ganz gerne. Ich mache immer meinen Vitamindrink und dann gehe ich in der Zeit, wie ich den trinke, live auf TikTok, erzähle so ein bisschen was. Und ja, so. Das ist auch ein Teil meines Vormittags. Good morning. Mal wieder da. Letzte Woche konnte ich nicht live gehen, weil ich mein Konto hier verifizieren musste. Aber jetzt bin ich wieder da. Hello, hello. Uns geht's gut. Bei dem Wetter kann es einem ja nur gut gehen. Ich drehe nebenbei heute noch einen Vlog. Filme auch gerade mit mich selber. Ist total komisch, weil ich ja hier live bin und nebenbei noch ein bisschen mit der Kamera mitfilmen. Genau. Danke fürs Teamherz. Genau. Und wo sind die Mamas? Wo sind die Teenager-Mamas? Hallo, Marielle, und Dankeschön. Danke, danke. Genau. Bei uns sind nächste Woche ja schon wieder Ferien. Und ich mache jetzt Mittagessen für den Tobi. Ja, Spargel, Kartoffeln und ein bisschen Schinken. Ich habe das Schnitzel vergessen. Wenn er noch eins möchte, muss er dann fahren und sich ein fertiges holen. Ich kann es jetzt nicht ändern. Genau, ich gehe heute Abend zum Essen. Freue mich schon mit meinen PKIP-Mädels. Und die Isi bekommt von meiner Mama. Ja, so, also ich mache jetzt ein paar Kartoffeln und dann direkt den Spargel danach. Und ja, damit das Kind was zu essen hat. Leute, es ist so warm, aber ich finde das ja schön, ne? Also, ich finde das ja schön, wenn es so warm ist. Ich liebe den Sommer. Ich freue mich so unnormal auf den Urlaub. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber dauert noch ein bisschen. Ich
bereue es schon, dass wir für Pfingsten nichts gebucht haben. Aber auf der anderen Seite können wir es uns eigentlich auch gar nicht leisten aktuell. Deswegen ist es definitiv vernünftiger. Und den Urlaub im August habe ich schon bezahlt. Und dann, ja, dann passt das schon. Hier ist jetzt mal der Spargel. Und ich glaube, ich muss den Tobi jetzt aufwecken, weil der schläft immer noch. Der hat Urlaub. Kartoffeln kochen hier. Soße steht da hinten. Ich habe euch vorhin schon gesagt, die möchte ich mal ausprobieren. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt die Küche aufräumen. Guckt mal, was die zwei machen. Die zwei futtern nämlich alle Kirschen, die hier runtergefallen sind. Ihr seht das jetzt nicht, aber der ganze Baum ist voller Kirschen. Und naja, ich hoffe mal, das ist nicht zu ungesund. Das sind ja kleine Kerne. Ihr wisst, ich habe so ein Trauma, ne? Aber schaut mal, ist das nicht schön? Die Vögel freuen sich und ein paar werden für uns auch hängen bleiben, denke ich jetzt mal. Guckt euch mal das an. Den schönen Mohn hier. Ja, jetzt muss ich die Küche aufmachen. Hilft alles nichts. Und mein Farn, der wächst auch an. Den habe ich geschenkt bekommen. Letzte Woche. Unkraut muss ich hier auch schon wieder rausmachen. Und bin gespannt, ob der sich gut anwächst. Dann stelle mir das so vor, dass dieses Eck hier voller Farn ist. Ich will mir Nägel machen gehen, weil ich habe Wurstfinger, aber nicht heute, because I don't have. Nicht heute, weil ich habe kein Geld, aber ich will mir solche machen. So. In der Art. Die anderen, ich habe gefragt, ja, wie viel kostet das? Er sagt mir einfach 79 Euro. Ich war so, Girl, I'm sorry, but I... 79 Euro für Nägel, 80 Euro? In welcher Welt, Leute? Dann habe ich ein anderes Nagelstudio gefragt, die haben gesagt, 60 Euro ohne Designer. Habe ich geschrieben, hä? Und mit Design, weil das war ein Designnagel. Leute, ich bin verwirrt. Ja. So, ich packe jetzt meine Sportsachen und dann geht's ein letztes Mal für diese Woche zum CrossFit. Ich ziehe mich schnell um und dann sehen wir uns gleich nochmal. Das ist übrigens mein CrossFit-Rucksack. Da ist alles drin, was ich brauche. Also, ja, nochmal Haargummis, Socken, meine CrossFit-Schuhe. Und dann hier Grips. Die brauche ich auf jeden Fall. Ein Seil ist auch drin. Genau. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Auf jeden Fall ist das praktisch, weil man halt alles so ein bisschen sortieren kann, ein bisschen ordnen kann. Und irgendwie finde ich es auch cool. Man braucht es wahrscheinlich nicht, aber der Tobi hat mit denen überlassen. Und ja, ich mag's. So, meine Haare muss ich auch nochmal machen. Und dann geht's los. Gleich geht's los. Ich trinke jetzt noch mein Magnesium und so verschiedene Sachen sind da drin. Ich bilde mir halt ein, es geht dann besser. Keine Ahnung. Ich gucke mal, ob ich da so ein bisschen filmen kann. Mir ist es immer super unangenehm. Und es will ja auch kein anderer unbedingt in meinem Video sein. Ich schau mal. Ich kann auch nichts versprechen. Ich guck mal. Ich war jetzt beim Sport. Ich konnte da nicht filmen. Das ist halt einfach... Da sind ja so viele Leute und vielleicht gehe ich irgendwann mal extra vormittags oder so und filme euch da ein bisschen was mit. Aber ich muss jetzt raus aus den verschützten Sachen. Wir sehen uns. Ciao!